Jetzt wird's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz normal vegan. Heute mit Imke und der Ente. Der Badewannenente. Ja, okay, was man alles so zu Hause hat. Ja, und mit einem Kinder hat. spannenden Thema mal wieder im Gepäck, weil immer dann, wenn Imke da ist, Imke war schon mehrfach da. Das heißt, ihre Geschichte kennt ihr vielleicht schon. Aber mit Imke verbindet mich eine tiefe Freundschaft und wir reden sehr, sehr viel über alle möglichen Themen und haben dementsprechend halt auch immer wieder spannende Sachen, die wir hier berichten wollen, die wir mit euch teilen wollen. Und da sind wir heute einmal wieder zusammengekommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Ich Ja. freue mich. Bin auch nach wie vor wie immer ein bisschen aufgeregt, auch wenn es schon das vierte Mal heute ist. Vierte Mal, genau. Einmal, wo wir über dich gesprochen haben, wird unten verlinkt. Und zweimal haben wir über das Thema Motivation gesprochen. Das war sehr, sehr spannend. Es sind auch Folgen gewesen, die wirklich auch oft aufgerufen worden sind. Ja, und heute wird's schmutzig. Richtig, richtig schmutzig. Ja. Zumindest in den Augen einiger Menschen. Und da haben wir ja schon unseren ersten Trigger. Da haben wir schon unseren ersten Trigger. Also wie gesagt, die einen reden davon, dass es eine ziemlich schmutzige Angelegenheit ist. Andere Menschen sehen das anders. Bin gespannt, wie du es siehst. Und genau da werden wir drüber reden. Aber bevor jetzt irgendjemand panisch abschaltet, weil er denkt, jetzt geht es irgendwie an BDSM oder was weiß ich, wir reden heute über Geld. Ja, es Und geht ob ums Geld. Geld schmutzig ist oder nicht? Und ja, was man mit Geld machen kann, warum es vielleicht ganz wichtig ist, mal über Geld zu reden. Und vielleicht lösen wir erst einmal auf, warum wir beide auf die Idee gekommen sind, über dieses Thema zu sprechen. Ich würde sagen, Ladies first, du darfst natürlich gerne erzählen, für dich ist Geld gerade ein Thema. Das weiß ich. Und du hast, dadurch, dass es für dich gerade ein Thema ist, mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen und, glaube ich, ganz, ganz erschreckende Erkenntnisse gemacht, wie Menschen zum Geld stehen. Und vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie es bei dir dazu gekommen ist, dass du neulich in einem Gespräch zu mir gesagt hast: Mensch, Carsten, lass uns mal über das Thema Geld reden. Genau. Bei mir ist das Thema Geld eigentlich schon, ja, ich kann mal ganz vorne anfangen. Ich bin gelernte Bankkauffrau. Also theoretisch sollte das Thema Geld schon seit über 20 Jahren eine Rolle bei mir spielen. Tut es aber eigentlich gar nicht. So richtig spielt das Thema Geld erst eine Rolle seit, ja, genau genommen seit meiner Trennung. Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Das soll jetzt hier keine Rolle spielen. Da gab es auch überhaupt gar keinen Streit ums Geld, weil sowohl er als auch ich immer gearbeitet haben und ich auch ganz gut für mich alleine sorgen kann. Das ist alles in trockenen Tüchern. Auch das soll hier gar kein Thema spielen, aber ich habe ein Haus. Und es ging jetzt darum, dieses Haus eben zu übernehmen. Und dann, ja, musste man sich ja irgendwann Gedanken machen, wie viel Geld kommt dabei rum im Prinzip. Ich muss ein bisschen auszahlen, die Kinder wohnen hier und so, alles gut. Und dann wurde auch dieser Kredit bei der Bank verlängert. Und ich habe dieses Thema so wahnsinnig lange vor mir weggeschoben. Ich habe das so lange vor mir weggeschoben, bis diese Zinsen vor wenigen Jahren, ihr habt es alle mitgekriegt, wieder durch die Decke gegangen sind. Und das habe ich richtig schön versemmelt und habe diese Tatsache, dass ich mich einfach mal darum kümmere, dass ich mich einfach mal hinsetze und mir mal die Zahlen angucke, wie groß ist dieser fette Schuldenberg, den ich jetzt alleine übernehmen soll, eigentlich? Ja, habe ich so lange von mir weggeschoben, bis die Zinsen dann einfach mal ihr All-Time-High quasi erreicht haben. Und ich dann zur Bank bin und habe gesagt, hier übrigens, ich würde gerne den Kredit verlängern. Das war natürlich selten doof. Und das Schlimme daran ist, ich habe dann nicht irgendwann hingesetzt und habe dann alle Unterlagen mal rausgeholt und habe geguckt, okay, wie hoch ist denn jetzt die Summe? Was muss ich denn jetzt zahlen? Da hat ein Gutachter natürlich hier über diese Kaufpreise und so fort. Ja, und dann war das gar nicht so schlimm. Dann war das eine große Summe und das war auch viel und natürlich, und man kriegt das Geld ja von der Bank und das ist ja dann auch so, das ist jetzt nicht so, will ich jetzt ganz runtergehen und sagen, das ist jetzt irgendwie wahnsinnig viel oder mehr, als ich jemals gedacht hätte oder so. Also im Ende, ich habe es so lange vor mir hergeschoben.
für nichts und wieder nichts und am Ende jetzt, ja, im Grunde Pech gehabt und jetzt diesen hohen Zinssatz erwischt. Das ist ja auch nicht wahnsinnig schlimm. So, und dann habe ich mir geschworen, das passiert dir, nee, jetzt, da musst du jetzt ran, du musst das jetzt klären, du musst das, das muss besser laufen. Und dann habe ich gesagt, und ich wollte jedes wieder von der Bank. Ich sehe zu, dass ich mein Geld, das, was ich jetzt noch habe, so vernünftig anlege, dass ich das wieder reinhole auf der anderen Seite. Und damit fing das im Prinzip an, dass ich mir da geguckt habe, okay, was hast du eigentlich? Ich hatte ja auch Sparguthaben nebenbei liegen und so weiter. Also was man halt so hat, während man so arbeitet, dann liegt da so ein bisschen Zeug auf dem Girokonto rum und ja, und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich einmal mit dem Thema beschäftigt. Gut, jetzt hatte ich da auf der einen Seite, wie gesagt, eben dieses Haus oder habe ja dieses Haus und diesen Kredit natürlich auch. Also viel, was ich eben auch da abzahle. Aber dann gibt es ja noch mehr. Dann gibt es sowas wie Versicherung, Altersvorsorge, kurzfristige Versicherung, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, bisschen Kleingeld auf dem Girokonto und, und. Und da geht so viel und ich habe mich überhaupt nicht gekümmert. Das war, lag da halt so rum, unverzinst, am besten Fall auf dem Girokonto, vielleicht noch ein bisschen Tagesgeld. Kein Bock auf Aktien, kein Bock auf irgendwas, alles gefährlich, ne? So ein Fonds hatte ich noch. So einen alten von der Sparkasse, der liegt auch schon seit 20 Jahren. Ja, so Sachen. Und dann habe ich mich da mal durchgewurschtelt und habe gesagt, so jetzt kriegst du es mal auf die Reihe. Und dann bin ich mal Struktur daran und habe gesagt, okay, was habe ich an Altersvorsorge bekommen? Was bleibt denn eigentlich über, wenn ich mal in Rente gehe? Und was kriege ich überhaupt an Rente? Also was krieg ich denn überhaupt, wenn ich dann mit 63, 67, wann will ich überhaupt in Rente gehen? Gibt es da überhaupt eine Option? Und was kriege ich hinten raus erstmal? Und wie viel will ich dann haben? Und das war ein riesen, ja, Riesenberg, vor dem ich da stand, durch den ich mich dann so langsam durchgegraben habe, bis ich mich dann mal, ja, fertig durchgegraben, noch nicht ganz fertig durchgegraben habe, aber jetzt schon einen guten Weg bestritten habe. Ja, Genau. und da redest du im Moment natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis ein bisschen drüber, was du da machst. Du hast bei mir offene Türen eingerannt. Und bevor ich jetzt die Geschichte erzähle, die mich in dem Moment sofort berührt hat und auch heute noch beschäftigt hat und fast dazu geführt hat, dass wir diese Folge gar nicht hätten aufnehmen können, vielleicht nochmal, warum auf dem ganz normal vegan Kanal? Ja, Wir haben uns lange das. überlegt, können wir das hier machen? Und ja, wir sind zum Schluss gekommen, ja, das sollten wir Total. vielleicht machen, denn ich glaube, unheimlich viele Menschen von uns haben tolle, große Träume, viele träumen vielleicht von einem Lebenshof, viele würden aber gerne andere Lebenshöfe oder generell Lebenshöfe, Vereine, Organisationen unheimlich gerne unterstützen. Und es ist nun mal so, viel geben kann ich nur dann, wenn ich auch viel habe. Ja, total. Also es Ja, da kommt da sicherlich jetzt die erste Einschränkung. Ja, aber wenn ich nicht viel Geld habe, ich kann ja auch Manpower geben. Hey, müssen wir nicht drüber reden. Viel Geld geben. Und ich sage euch, Leute, da draußen sind jede Menge Lebenshöfe, die jede Menge Kohle brauchen. Viel Geld geben kann ich nur dann, wenn ich auch viel Geld habe. Ansonsten kann ich Support geben, ja, oder so. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, ja Mensch, wer so ein bisschen dieser altruistische Ansatz, der philanthropische Ansatz, wenn ich Gutes tun möchte, wenn ich Menschen, ich sag mal, vielleicht mit Geld unterstützen möchte, wenn ich Tiere mit Geld unterstützen möchte, aber auch dementsprechend die Menschen, irgendwelche Organisationen unterstützen möchte, dann lass uns doch mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo Geld, was wir vielleicht sinnvoll einsetzen könnten, wenn wir es nicht irgendwie vertötken würden. Und genau so, wie Imke das gerade gesagt hat, genau so ist es bei mir nämlich passiert. Ich habe 2017 eine Trennung hinter mir und für die Wohnung, die wir damals hatten, eine Doppelhaushälfte, mussten wir dem Mieter keine Mietkaution zahlen, sondern wir mussten nur die Bürgschaft der Bank hinterlegen im Rahmen zweier Monatsmieten, dass der Vermieter, wenn wir ausziehen und irgendwas kaputt ist und er irgendwelche Ansprüche hat, diese Summe X, in diesem Fall 1300 Euro, garantiert bekommt von der Bank. Und dieses Geld, das nie geflossen ist,
Wie gesagt, 2017 gekündigt, Wohnung übergeben, alles wunderbar gelaufen. Die Wohnung war tipptopp in Zustand, überhaupt kein Problem. Es ist nie Geld geflossen. Nur für die Tatsache, dass die Bank mir zugesichert hat, beziehungsweise meinem Vermieter zugesichert hat, dass die Summe von 1.300 Euro bezahlt werden würde. Dafür haben sie jedes Jahr 2,5% Zinsen berechnet. Jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen. 2017 ausgezogen. Dieses Konto gibt es immer noch. Und da bin ich jetzt aufmerksam drauf geworden. Das heißt, ich habe jedes Jahr 2,5% bei 1.300 sind ungefähr 35 Euro mal 7 Jahre. 7 Jahre lang circa 35 Euro bezahlt, um nichts zu haben. Ich lebe in dem Haus gar nicht mehr. Der Vermieter ist aus allen Wolken gefallen, als ich ihm jetzt erklärt habe, ich brauchte da nochmal eine Unterschrift, um dieses blöde Konto auflösen zu können, für das ich Geld zahle. Oh, sei froh, dass der Vermieter noch lebt, sonst hättest du das nie wieder gesehen. Ja, dann wäre es wirklich, wirklich, wirklich schwer geworden und es war so schon kompliziert genug. Und ich war da heute Mittag so mit beschäftigt, dass ich meinen Laptop, wo wir jetzt gerade diese Aufzeichnung machen, mal stumpf in der Firma habe liegen lassen, weil ich alle Papiere im Auto hatte, alle Briefumschläge im Auto hatte, alles war geregelt. Und nachdem ich dann mich durch den ersten Stau durchgequält hatte, habe ich dann festgestellt, hast alles mitgenommen, nur das Laptop und das Mikrofon für heute Abend. Das hast du mal schön in der Firma gelassen. Also von daher dann nochmal umgedreht. Ihr seht, wir machen die Aufnahme ja. Aber auch das wieder nur ein Beispiel dafür. Einfach mal nicht drum gekümmert. 7 Jahre lang nicht drum gekümmert. Total. Und das ist genau das Geld, was man auf dem Girokonto liegen lässt. Zum Beispiel, ich sag was, vielleicht 5.000 Euro, vielleicht 7.000 Euro, was man eingespart hat. Du lässt es auf dem Girokonto liegen, da liegt es ja auch, man geht da nicht ran und es ist in Ordnung, aber du kannst es auch auf ein Tagesgeldkonto schieben, wo du wenigstens mittlerweile 3, 4% kriegst. Und das Geld kannst du einfach mitnehmen. Das gibt die Bank dir. Aber die Bank wird dir das nicht sagen. Die Bank wird dir nicht sagen, schieb mal dein Geld aufs Tagesgeldkonto. Wir wollen dir dann noch was geben. Die Bank wird dir auch nicht sagen, lieber Herr Carsten, löst auch mal bitte dieses Konto auf. Das ist das Die Ding. wussten, also ne, man muss an dieser Stelle sagen, die haben natürlich sofort die Information bekommen, dass ich ausgezogen und umgezogen bin in eine ganz andere Stadt. Das wussten die. Aber dass man das doch jetzt auflösen, ich will die Aber Schuld nicht von mir weisen. so. Meine Verantwortung, meine Total. Schuld. Ich hätte drüber nachdenken müssen, was ist das? Warum habe ich das noch? Wie kann ich das auflösen? Es hätte von mir auskommen müssen. Aber es zeigt einfach, und ich sag mal so, und wir rechnen gerne in Patenschaften für Tiere. Also ich sag mal so, 35 Euro im Jahr, ich glaube, da hätte ich eine Laufente schon wieder durchbekommen. Auf Ende durchbekommen. Und ich wollte nämlich auch gerade sagen, wir schimpfen hier nicht über den Bankberater oder über Nein. das ist nicht das Ding. Es geht darum, selber Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen selber Verantwortung für unseren Kram übernehmen und außer uns kümmert sich da keiner drum. Es kümmert sich meine Eltern nicht mehr um meins, es kümmert sich mein Partner nicht um mein Geld und außer mir und der Typ, der mir die Rentenversicherung verkauft hat, der auch nicht, weil der auch sein Geld. Also da, das ist, wir müssen uns selber kümmern und das ist das Ding. Und ich fand das so schön, dass du das gerade gesagt hast mit diesen Spenden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man auch eher bereit ist, mehr zu spenden und auch regelmäßig zu spenden, wenn ich meine Ein- und Ausgaben im Überblick habe. Das haben ja auch ganz viele nicht, ne? Die wissen, ja, da kommt immer genug rein und da geht auch wieder was raus, aber so richtig habe ich das nicht. Aber zum Beispiel meine Patenschaft für 50 Euro im Monat oder so abzuschließen, kannst du ja nur, wenn du wirklich weißt, oh, die habe ich auch. Und da mal wirklich sich zu trauen und zu sagen, ja, ich kann da jetzt spenden. Und Spenden ist ein total wichtiger Faktor. Wir müssen unser Geld nicht alles horten, darum geht es nicht, ne? Aber das geht ja auch wirklich nur, wenn ich mir dann einen Überblick über meine Finanzen habe. Und dann kann ich auch guten Gewissens was spenden, monatlich oder von mir aus auch immer mal wieder. Und wenn man Ja, dann mal in die und da Nachrichten rein. muss man natürlich dann auch gucken. Ich werde unten die Folge mit Felix nochmal verlinken. Felix, der ganz klar sagt, ich lebe in Berlin. Lebenshof habe ich hier nicht. Ich kann jetzt hier nicht einen Stall ausmisten, aber was ich kann, meinen Job
so gut machen, wie es eben geht. Und mit meinem Job verdiene ich richtig viel Geld. Und dieses richtig viele Geld, das ich verdiene, da kann ich einen guten Anteil, einen festgelegten Anteil, in seinem Fall, er hat diese Summe prozentual festgelegt. Hört euch die Folge nochmal an. Diesen Anteil kann ich spenden. Und ich überlege mir sehr, sehr genau, an wen spende ich das denn? An welche Organisation gebe ich das Geld? Wo kann ich am meisten mit erreichen? Tolle Folge, ich werde es euch unten nochmal verlinken. Ja, total. Und wenn man dann wirklich mal guckt, so Nachrichten oder auch irgendwie, sei es bei Facebook, ich folge den Lebenshilfen dann oder bei Instagram, wenn ich gucke, na klar kriegen wir immer die tollen Geschichten, aber die meisten Nachrichten und die meisten Stories hängen immer irgendwie mit Problemen zusammen. Oh, unser Tier musste schon wieder zum Tierarzt und. Ganz, ganz viele dieser Probleme, nicht alle, auf gar keinen Fall alle, aber ganz viele Probleme lassen sich mit mehr Geld besser lösen. Das ist leider so. Und falls jetzt einer um die Ecke kommt, wir können das mal gleich rausstreichen, so, aber Geld macht nicht glücklich. Ja, nee, aber das hängt auch nicht direkt zusammen. Ich kann auch mehr Geld haben und glücklich sein sogar. Das geht auch. Ich kann mir nur das Glück vielleicht nicht kaufen, aber ich kann mir ganz viele Probleme schon mal auf Hals schaffen, wenn ich mehr Geld hätte. Und ich kann euch nur sagen, wenn wirklich ein Verein auf euch zukommt, wenn ein Lebenshof auf euch zukommt und das, was du gerade angesprochen hast, sagst, hier steht gerade bei dem und dem Tier eine Operation an, wir sind händeringend darauf angewiesen, dass wir dieses Geld bekommen und du kannst in die Tasche greifen und wirklich mal einen Schein rausholen und diesen Menschen diesen Schein in die Hand drücken oder das Geld überweisen, sagen, ja, oh, weißt du was, dann übernehme ich diese Operationskosten. Das ist schon auch ein gutes Gefühl. Das ist auch schon, Total. da kann Geld auch glücklich machen. Und auf der anderen Seite, wenn denn dann jemand, der wirklich um das Tier bangt, das Geld dann bekommt, ich glaube, dass ich die Person auch noch glücklich gemacht habe und das Tier habe ich glücklich gemacht. Und es geht heute nicht darum, dass wir Geld horten wollen, dass wir alle mega reich sein wollen. Wir können über Kapitalismuskritik eine eigene Folge machen. Können wir über alles reden, aber wir wollen euch ein bisschen anschubsen, vielleicht, dass ihr euch mit den Dingen mal auseinandersetzt, die vielleicht einfach nur brach liegen. Oder wie es in der Folge mit Dr. Marc Benecke er ganz klar gesagt hat, wie viele Leute erzählen ihm von wegen, ja, wie wichtig doch Ökostrom wäre. Aber wer hat denn wirklich seinen Stromtarif umgestellt, dass nur Ökostrom verwendet wird? Und wahrscheinlich ist es ein Formular ausfüllen. Das ist kein Riesending. Organisationen helfen dabei. Es gibt Banken, kann man sich mal mit auseinandersetzen. Du weißt da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ist ja nun mal dein Fachgebiet. Du hattest ja auch eine Folge drüber. Hatten wir auch eine Folge drüber, werde ich mit Manuela, werde ich unten auch nochmal verlinken. Ja, auch Banken setzen ihr Geld ein. Auch da gibt es große Unterschiede. Ja, und dann kann ich vielleicht auch mal überlegen, ob ich vielleicht mit einem Teil meines Geldes oder mit dem ganzen Geld von einer Bank zur nächsten gehe. Und uns geht es heute letztendlich wieder ein bisschen um Motivation, dass ihr euch einfach mal mit den Dingen auseinandersetzt, die da rumliegen. Jetzt muss ich aber im Prinzip eine Frage mal stellen, das habe ich mir gerade direkt notiert. Inwieweit ist Geld für dich Sicherheit? Ja, Geld ist ein großer, also Geld ist für mich eine Riesensicherheit. Total. Geld aber in Form von, ich habe es ja in verschiedenen Anlageformen liegen. Und für mich ist das eine totale Sicherheit für, naja, damit kann man eben sich Sachen kaufen. Wenn nicht damit, wo dann? Aber Gold. Sicherheit muss man vielleicht nochmal sagen, was, welche Gefühle verknüpfst du da mit der Sicherheit? Wie meinst du das? Ja, Sicherheit klingt sehr, sehr rational. Aber Sicherheit bedeutet ja auch, dass ich vielleicht ein bisschen Angst genommen bekomme, dass ich auch von Emotionen her mit einer größeren Sicherheit vielleicht nur in diesem Segment ein größeres Glücksgefühl habe, wenn ich die Sicherheit habe. Also ich Was habe meinst eine du? Freundin, die mir regelmäßig ihren Kontostand schickt, eine junge Frau, die
sehr, sehr lange als alleinerziehende Mutter wirklich, wirklich wenig Geld hatte und wirklich für alles Geld gekämpft hat und heute ein sehr erfülltes, beruflich sehr erfolgreiches Leben führt und nicht mit ihrem Geld prahlt, sondern mir immer wieder eine Zahl schickt, nur um zu signalisieren, ich fühle mich jetzt so sicher. Und diese Sicherheit ist ja auch etwas, das, wo viele Lebenshöfe nachschreien, die Anfang des Monats genau wissen, diese Fixsumme, diese Menge an Geld brauche ich jeden Monat, um über die Runden zu kommen. Und dann nochmal darauf zurückzukommen, die Sicherheit, einfach den Lebensalltag bestreiten zu können. Sogar, ich könnte jetzt sogar meinen Job verlieren und würde noch ein paar Monate rüberkommen. Und das ist eine wahnsinnige Sicherheit und dafür habe ich auch das zum Beispiel gemacht. Also ich habe mir einen ganz fixen Betrag zum Beispiel an die Seite gelegt, zu sagen, okay, wenn du jetzt mal den Job verlierst oder wenn ich keinen Bock mehr auf diesen Job habe und es zum Beispiel ganz furchtbar ist, ich habe ganz viele Kollegen und ich muss da von einem Tag auf den anderen raus, dann gibt es einfach eine Sicherheit, die ich da eben habe. Genau, das ist so diese Alltagssicherheit, die du jetzt damit meinst. Ne, wirklich einfach am nächsten Tag nicht bangen zu müssen, ob ich mir was zu essen kaufen kann, zum Beispiel. Auf jeden Fall. Und das habe ich ja tatsächlich damals in der Sparkasse auch erlebt. Da gab es ja Leute, die kamen dann an den Schalter und vielleicht auch der eine oder andere auch schon mal passiert, dass der Strom abgestellt wurde und die mussten dann das Bar einzahlen am Schalter, damit die mit ihrem Überweisungszettelchen zu den Stadtwerken wieder hin, damit der Strom wieder angemacht worden ist. Deshalb habe ich Gott sei Dank nie erlebt, aber wie furchtbar muss das sein? Total. Ich Und Geld. oute mich da. Ich habe in meinem Leben Zeiten gehabt, da hatte ich wirklich gutes Geld, wirklich gutes Geld. Da war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, da kann man sich auch mal was gönnen. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich im Supermarkt überlegt habe, was an Lebensmittel ich kaufe, damit es bis zum Monatsende reicht. Ja. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich ein Auto gefahren, das ich aus beruflichen Gründen brauchte, war aber mein Auto. Gefühlt hätte ich mein Gehalt auch direkt zur Kfz-Werkstatt immer überweisen können, weil das Ding ständig kaputt war. Und wenn dann wieder mal so eine Monsterrechnung kam oder Versicherung oder, dann war es manchmal so eng, ich hätte nie hungern müssen. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber gönne ich mir jetzt diese Eiscreme noch oder gönne ich sie mir nicht? Was kaufe ich mir? Oder gibt es dann doch mal nur Nudeln mit Tomatensoße? Diese Zeiten kenne ich. Und ich kenne halt die Emotionen und die Gefühle, die damit verbunden sind. Und ich kenne auch das Gefühl, nachts nicht richtig schlafen zu können, weil ich nicht weiß, naja, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ende des Monats. Und von daher finde ich es wichtig, dass wir dieses Thema angehen und dass wir vielleicht so ein paar Tipps geben oder, ich sag mal, den einen oder anderen, die ein oder andere ermuntern, sich damit mal auseinanderzusetzen. Total. Und genau, das wäre jetzt auch total vermessen, wenn wir bei uns jetzt hinsetzen und sagen, ach, bei uns geht es ja gut, wir haben das Problem nicht. Ne, genau. Aber eigentlich ist ja gerade das, was du jetzt schon erzählst, auch total richtig gewesen, zu sagen, Moment mal, jetzt habe ich gar nicht so viel und dann überlege ich mir zum Beispiel, kann ich diesen Eisbecher auch essen? Das ist ja bei vielen gar nicht der Fall. Da wird ja trotzdem ausgegeben, zum Beispiel dann auch in Schulden gelebt und so weiter und so fort. Und das ist ja zum Beispiel ein ganz, ganz großer Schritt, den man schon mal, also wo man schon mal aufpassen kann heutzutage, es wird einem ja super einfach gemacht, Schulden zu machen, zum Beispiel. Das Absolut. ist ja eine ganz, ganz Erschreckend. krasse Falle. Man sagt, okay, ich habe jetzt genug zum Essen und klar, ich kann mir auch noch einen Coffee to go leisten, alles ist gut. Und die Schuhe, ja, ich kann ja bei PayPal 30 Tage aufschieben, kann man bei Amazon, glaube ich, auch, kann man bei Klarna auch. Und jetzt habe ich auch gelernt, bei Klarna kann man seine Schulden sogar schieben, wenn ich einen bestimmten Betrag X bezahle. Also da gibt es natürlich wahnsinnig viele Sachen. Ich habe 0% Finanzierung. Ich kann mir nur einen Fernseher leisten, obwohl ich ihn mir nicht leisten kann. Und. Und das ist natürlich eine Riesenfalle. Und das wäre jetzt tatsächlich schon Tipp Nummer 1. Keine Konsumschulden. Und wer jetzt Absolut. sagt, na, ich habe jetzt aber irgendwie welche, dann wäre mein Tipp Nummer 1b, raus aus den Konsumschulden. Und das ist natürlich die umgekehrte Seite vom Sparen, da zahlt man richtig dicke der Bank hinterher. Und da muss man im Prinzip natürlich direkt wieder gucken. Es gibt immer die zwei Möglichkeiten. Wie werde ich auf der einen Seite schuldenlos? Wie kann ich das Geld, was ich jeden Monat ausgebe,
diese fixe Summe reduzieren? Wo kann ich vielleicht was wegnehmen? Und ich kann natürlich auf der anderen Seite auch gucken, was kann ich vielleicht machen, um noch ein bisschen Geld mit dazu bekommen? Und auch da oute ich mich. Der Grund, warum ich mit 51, nee, mit 50 Jahren, genau, mit 50 Jahren war es, mit 50 Jahren eine WG gegründet habe, das war nicht nur, weil ich gerne jemand hier in der Wohnung haben wollte. Ich meine, ich habe riesig Glück gehabt, auch wenn die zauberhafte Anna-Laura jetzt auszieht und ich eine Nachmieterin, einen Nachmieter suche, also können wir noch drüber reden. Meldet euch, wenn ihr nach Münster ziehen wollt. Aber das waren Überlegungen, wenn ich doch auf der einen Seite meine fixen Kosten, die ich jeden Monat habe, nicht reduzieren kann, wie kann ich aber zusätzlich was reinbekommen? Und ich habe einen Teil meiner Wohnung vermietet. Auch das geht. Das finde ich ganz spannend. Lass doch mal kurz da bleiben. Also, ne, dann lass mal kurz jetzt erstmal bei den erhöhten Einnahmen. Genau, das wäre jetzt auch irgendwann nur so ein Tipp gewesen. Aber das können total viele. Jetzt hast du einen Teil deiner Wohnung mitvermietet. Ja, sagt der Nächste, ja, das kann ich aber nicht. Na ja, aber dann guckt man sich mal um, was kann ich denn eventuell vermieten oder vielleicht verkaufen. eBay natürlich sofort, ne, und sagen, boah, jetzt, dieses Paar Schuhe habe ich ja nun schon wirklich lange nicht angehabt. Ja, vielleicht bringen die dir noch 25, 30 Euro. Ne? Und dann macht man ein bisschen mehr draus. Ich kann aber auch einfach Sachen tatsächlich vermieten, die ich selber zu Hause habe. Das können Spiele sein, das können Videospiele sein, das kann mein Rasenmäher sein, das kann vielleicht sogar mein Auto oder mein Fahrrad sein, wenn ich das denn möchte. Jetzt kommt der Nächste und sagt, ich verleihe noch nicht mein Fahrrad. Nein. Aber vielleicht hört doch mal auf, ich sage, so eine Schranke im Kopf zu setzen und sagen, okay, ich habe hier vielleicht Sachen, die habe ich mir mal angeschafft. Beispiel meine Dachbox, die liegt 360 Tage im Jahr rum. Die kann ich vermieten, wenn ich das möchte. Das geht. Ich kann sogar Kleingewerbe dafür anmelden und kann Sachen vermieten oder verleihen. Das könnte auch Absolut. Und umgekehrt natürlich eine Selbstverpflichtung, die ich mir auferlegt habe, nichts Neues im Laden kaufen, also bei größeren Anschaffungen, wenn ich nicht vorher geprüft habe, ob es einen vergleichbaren Artikel auch bei eBay Kleinanzeigen gibt. Und ich auch ein habe schönes erst gestern eine Waschmaschine für 35 Euro gekauft. Element. Neupreis im Internet nachgeguckt, 300 Euro, junge Familie. Umgezogen. Ich habe jetzt eine 6-Kilo-Maschine, die braucht eine 8-Kilo- oder 10-Kilo-Maschine, auf jeden Fall eine größere. Ich habe die 6-Kilo-Maschine gekauft, reicht für mich und für die Person, die hier mit einziehen wird, auf alle Fälle aus. 35 Euro. Natürlich habe ich da keine Garantie mehr drauf, aber ich habe auch nur 35 Euro bezahlt. Und da sind wir auch wieder bei einem ökologischen Ansatz. Und auch darum geht es ja hier bei ganz normal vegan. Es geht ja auch ein bisschen um ökologisch handeln. Bevor die jetzt wegschmeißen und wieder etwas auf dem Elektroschrott landet, habe ich jetzt etwas hier, was ich nochmal nutzen kann. Also Total. auch da überlegt mal, wenn ihr irgendwas braucht und ich rede mit Stolz darüber und wirklich mit Stolz, egal in welchen Kreisen ich mich gerade bewege, dass ich meine letzten drei Jeanshosen, die ich gekauft habe, bei eBay Kleinanzeigen für 5 bzw. Stück 10 € gekauft habe. Und beim letzten Mal, weiß ich noch, da habe ich zwei Jeanshosen gekauft beim jungen Mann, wo wir danach, glaube ich, noch eine halbe Stunde auf der Straße gestanden haben, uns total nett übers Laufen unterhalten haben, über vegane Ernährung unterhalten haben. Richtig, richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Man lernt tolle Menschen kennen. In dem Sinne, Kleiderkreisel sollte man mal ansprechen. Also Viele. Kleiderkreisel ja auf beiden Seiten. Ne? Das heißt, da kann ich meine Sachen ja auch wieder gut loswerden und da vielleicht so ein bisschen im Rahmen Minimalismus auch mal gucken, was will ich denn in meinem Kleiderschrank loswerden und was kann ich da wirklich nicht mehr gut brauchen und was kann wirklich jemand anders dann auch. Das ist ja eine Win-Win-Situation. Ne? Der andere freut sich ja auch dann darüber, was alles gebraucht ist. Ja, Super. wobei du doch da wahrscheinlich auch, jetzt müssen wir sagen, du bist zweifache Mutter, du doch wahrscheinlich auch allein aus den Gesichtspunkten da schon das für dich ein ganz wichtiges Tool ist, oder? Ich meine, Kinder, die schnell wachsen, die vielleicht einige Kleidungsstücke gar nicht so oft getragen haben, umgekehrt ständig irgendwas Neues brauchen. Und Kleiderkreisel, müssen wir an dieser Stelle ja mal sagen, beinhaltet ja nicht nur Kleidung. Die meisten nehmen auch Bücher an, viele nehmen Spiele an und es können Spiele getauscht werden.
Ja, Sachen, total. wo man vielleicht keine Lust mehr hat oder wo man altersmäßig einfach rausgewachsen ist. Ja, total. Und das ist überhaupt nicht mein Tool. Ich kann das gar nicht leiden, kleiner Kreisel. Ich glaube, ich habe so selten mal irgendwas irgendwo verkauft, Klamotten schon gar nicht. Genau, ist nicht meins. Ich kaufe da die gebrauchten Sachen und verkaufen ist so für mich keine Option. Aber das, wie gesagt, habe ich jetzt keine Lust und habe ich auch wenig Zeit zu. Ne? Ich bin ein bisschen spät. Da bin ich geizig mit meiner Zeit tatsächlich. Das ist mir dann zu nervig. Ist aber sicherlich etwas, das wir gleich nochmal ansprechen müssen. Ja, Zeit auf und jeden Fall, Geld, genau, total. Relation. Genau. Und genau, nee, ich habe dann andere Kanäle, wo ich es weitergebe. Zum Glück bin ich im Freundeskreis die mit den ältesten Kindern und habe dann gute Kanäle, wo es dann weitergeht. Tatsächlich haben wir neulich aber auch eine große Spendenaktion gehabt. Wir haben hier einen direkten Kontakt hier von hier aus in die Ukraine, der Waisenhäuser anfährt. Und da brauche ich mir dann nicht lange Gedanken drüber machen, was mit meinen guten Kinderkleidern passiert. Genau, die gehen dann Also im ich habe zweiten. in Oldenburg mal den Trödeldödel kennengelernt. Auch junge Menschen, die eine tolle Arbeit da machen, Kleidung annehmen, Kleidung verkaufen, Spiele ankaufen, verkaufen. Werde ich unten nochmal mit verlinken. Also tolle Konzepte, die es da auf alle Fälle gibt, war auch im Rahmen eines Tag der offenen Tür, Eröffnung von einem veganen Café. Und da standen die neben mir und toll, super, was da gemacht wird. Wir schweifen ab. Ich schweife ab. Ich sag das mal so. Darf ich noch einmal kurz auf das Thema erhöhtes Einkommen wieder zurückkommen? Falls wir nochmal so einfach, Natürlich. wir haben ja nun gesagt, man kann was verkaufen, das ist den meisten klar. Was den meisten nicht klar ist, jeder von euch hat tolle Kompetenzen. Die meisten von euch haben Jahre irgendwas gelernt, entweder im Bereich Veganismus, hat nicht gesehen, sonst irgendwas, YouTube-Videos schneiden. Und jeder kann einen Online-Kurs zum Beispiel anbieten und hochladen. Da gibt es bestimmte Webseiten. Man kann Bücher selber erstellen, bei Amazon verkaufen. Das gibt es bei Instagram auch im Moment massig Leute, die einem zeigen, wie das wohl geht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ne? Auch wieder zu viel Zeit. Aber das ist ein Ding. Man kann ein Buch schreiben. Ich sage, ich habe Ahnung von einem Thema. Ich möchte über etwas schreiben. Ich kann ein Buch schreiben. Ich kann, was kann ich denn noch machen? Genau, ich kann einfach Kurse geben, wenn ich da Lust drauf habe. Also direkte Online-Kurse und so. Du, ich habe Und vor einiger Zeit gehört. da hat jeder auch so Kompetenzen, die er oder sie machen kann, wo er oder sie vielleicht Lust drauf hat. Und man sagt, okay, das mache ich jetzt einfach noch zusätzlich nebenbei. Ne? Genau. Hier in Münster gibt es jemand, die habe ich in einem Podcast mal gehört, die hat Schnittmuster erstellt, um Genau. selber Kleidung machen zu können und stellt diese Schnittmuster online, filmt sich beim Nähen und ja, man kann man halt zugucken und kann quasi mit ihr gemeinsam, während YouTube läuft, irgendwelche Sachen zusammennähen. Also ja, wo ist deine Leidenschaft und kannst du damit vielleicht etwas, ja, kannst du das vielleicht auch in Geld umsetzen? Genau. Aber Und wir ohne müssen das. vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden. Jetzt haben wir schon so oft das schmutzige Wort Geld in die Hand genommen. Mit was für einer Einstellung gehen wir da überhaupt ran an Geld? Weil ich glaube, das ist einfach ein großes Thema. Über Geld redet man nicht, das hat man. Richtig. Geld verdirbt den Charakter. Falsch. Geld zeigt dir deinen Charakter. Einen guten Menschen, wenn du dem mehr Geld gibst, wird er mit dem vielen Geld mehr Gutes tun. Und wenn du einem schlechten Menschen Geld wegnimmst, dann wird er dadurch nicht freundlicher, sondern wahrscheinlich noch schändlicher. Also von daher, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern es zeigt den Charakter. Total. Also das muss man sich ja wirklich mal vorstellen. Da kommt morgen jetzt jemand daher und drückt mir 1 Million Euro in die Hand. Was würde ich da, dann würde ich doch nicht plötzlich sagen, ich kaufe mir jetzt den fettesten SUV und verpeste damit jetzt die ganze Luft, weil das meine große Leidenschaft ist. Nein, ich würde da bestimmt vernünftige Sachen mitmachen und würde doch nicht deswegen jetzt sagen, jetzt werde ich hier zum Ekel oder jetzt werde ich plötzlich nicht mehr nachhaltig und ich schmeiße jetzt irgendwie meine Prinzipien über Bord oder ich esse jetzt wieder irgendwie alles, was ich sonst nicht essen durfte. Ich gönne mir mal wieder ein Ei oder so. Hey, hallo, das stimmt doch nicht. Ich bleibe doch der ich bin, bloß dass ich jetzt dann Geld habe und damit mache ich dann einfach coole Sachen. Und ich fand das echt faszinierend, als ich mit einer Freundin über dieses Thema gesprochen habe, die dann plötzlich zu mir sagt, ach, das passt gar nicht zu dir. Ich sage, hey, wie, das passt nicht zu mir. Ich will doch einfach nur ein bisschen mehr Geld haben.
Hallo. Ich weiß auch schon, wo ich es einsetze. Ich habe hier so viele Baustellen und irgendwie hakt es immer an allen Ecken und Enden und ich muss echt immer irgendwie umdrehen und gucken, wie ich es mache. Und also nicht, dass es schmerzt, aber immer so unangenehm ist. Und ja, 100.000 mehr wäre jetzt echt geil. Bitte, hier, Gut. Universum, her damit. Ich würde das Universum, ich würde es auch nehmen. Also es ist definitiv so, ja, und ich rede nicht nur von Lebenshilfe. Es sind so viele Menschen in meinem Umfeld, von denen ich weiß, dass sie das Geld gerade gut gebrauchen könnten. Und Und das ist ich das. denke wirklich, ich denke gar nicht, also ich käme gar nicht auf die Idee, würde ich jetzt eine große Summe bekommen, die für mich behalten zu wollen. Das entspricht überhaupt nicht meinem Wesen und das ändert sich doch nicht dadurch, dass ich mehr Geld habe, sondern ich würde den Menschen, die es brauchen, also ich würde vielen Menschen in meinem Umfeld, von denen ich weiß, dass sie das Geld gerade brauchen, natürlich gerne damit unterstützen und ihnen das Geld geben. Das finde ich jetzt aber eine spannende Sache. Du würdest nichts davon behalten wollen. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ah, Nein. okay. Nein, 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 nein. Aus meiner Lebenssituation heraus weiß auch ich das Gefühl von Sicherheit zu schätzen. Ja, gut. Ganz klar, ich würde mir Geld an die Seite packen, um dieses Gefühl der Sicherheit zu haben, um nicht mehr schlaflose Nächte zu haben, nur weil eine große Reparatur ansteht, weil die Waschmaschine kaputt gegangen ist oder was auch immer. Jetzt mal abgesehen davon, dass man sowas vielleicht dann auch bei eBay Kleinanzeigen bekommt. Aber ne, gehen wir mal davon aus, irgendwann stehen mal größere Summen an. Natürlich genieße auch ich das Gefühl der Sicherheit und da würde ich mir natürlich auch Geld bewahren, natürlich. Aber ich käme nicht auf die Idee, alles für mich behalten zu wollen. Sondern da ist es wirklich so, dass ich denke, ja Mensch, wenn noch da Menschen in meinem Umfeld sind, von denen ich weiß, ich könnte es gerade gut gebrauchen, dann Wenn die es denke ich überhaupt wirklich so, dann annehmen, möchte ich ne? das auch. Das ist die Bitte? Frage, wenn die es überhaupt annehmen würden. Aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Ist egal. Nee, aber du hast recht. Also gerade dieses Geben ist ja das, was Warum? du kriegst. Warum kann ich das denn nicht, Inke? Das Warum kannst kann du ich das nicht. nicht? Warum können Menschen das nicht? Geld annehmen. Ja. Ja, weil gerade das, was wir gerade gesagt hatten, dieses Geld, Geld macht, Geld verdirbt den Charakter, dieses das Gefühl haben, dass jemand anders einen unterstützen muss, diese Abhängigkeit von jemand anderem, vielleicht überhaupt, dass Geld schlecht ist, ne? So dieses ganze, diese ganzen Glaubenssätze, die da so mit zusammenhängen. Geld muss man sich durch harte Arbeit verdienen, das hat keinen Wert, wenn man es einfach so kriegt, und. Da haben wir ja ganz viel gelernt in unserem. Aber ich kann das. Ich kann das. Weißt du auch warum? Komm, ich erzähle dir die Geschichte, warum. Weil einer meiner damals besten Freunde nach dem Autounfall, damals war er ein Klassenkamerad, ein guter Bekannter, schweren Autounfall hatte und danach im Rollstuhl gesessen hat. Und ich habe ihn dann hin und wieder besucht. Daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und hin und wieder habe ich ihm mit seinem Computer geholfen, mit seinem Fernsehen geholfen und solche Geschichten. Und irgendwann sagt er zu mir, Kass, mach mal Portemonnaie auf, nimm mir mal 20 raus. Und ich habe gesagt, nee, kann ich nicht machen. Du bist doch mein Freund. Und das ging so zwei, dreimal hin und her. Und dann liefen ihm die Tränen. Der war so sauer und sagte, ich sitze im Rollstuhl, ich bin querschnittsgelähmt. Was glaubst du denn, wie ich dir etwas Gutes tun kann? Nimm doch dieses Geld, was ich dir geben möchte, an, dass ich dir von freiem Herzen geben möchte und sei doch nicht so arrogant, diese Wertschätzung, die ich dir entgegenbringe, nicht anzunehmen. Heimo, Gruß in Heaven, seitdem kann ich auch einen Geldschein von meiner Mutter annehmen. Seitdem konnte ich damals, wenn Schwiegervater mal was gegeben hat oder so, konnte ich das annehmen. Weil es immer die Beschenkt sich einfach. Situation war, das ist meine Möglichkeit, dir jetzt gerade was Gutes zu tun. Und ich möchte das von freiem Herzen. Nimm das an. Und das hat bei mir einen riesen Unterschied gemacht. Weil ich genau so war. Nee, ich nehme ja nichts. Nein, brauchst du nichts. Nee, ist alles schon in Ordnung. Ich komme schon alleine klar. Ich brauche dein Geld nicht. Ja, genau. Aber die Wertschätzung, die da vielleicht auch hintersteht. Es geht nicht um Ausnutzen. Es geht nicht darum, immer irgendwo zu Opa zu gehen und immer die Hand aufzuhalten, so nach dem Motto, ja, komm mal, den muss ich ja jeden Monat einmal hinfahren, damit ich einen Fuffi kriege oder sowas. Ja. Im Übrigen eine Geschichte, die ich auch nie hatte. Ich hatte nie Großeltern in dem Rahmen. Aber darum geht es nicht, sondern es geht einfach nur darum, auch da mal drüber nachzudenken, inwieweit
wenn ich etwas geschenkt bekomme. Und meine Mutter hat sich da auch schon durchaus das ein oder andere Mal einen Trick bedient. Jetzt weiß sie natürlich auch, was ich hier mache. Sie hat zwar, glaube ich, noch keine Folge gesehen, aber sie weiß natürlich, was ich hier mache. Sie weiß um meine Verbindung mit den Lebenshöfen. Und dann kann es schon mal sein, dass sie mir halt mal einen Schein in die Hand drückt und sagt, ja, und wenn du es nicht haben möchtest, du hast ja da deine Patentiere, du hast ja deine Lebenshöfe, Spende das. spende das. So schön. Ja, ist doch gut. Ist doch genau das Richtige. Das ist ja, vielleicht müssen wir das auch mal so transportieren. Du, nimm du das oder gib es weiter. Also ich glaube, da gibt es immer jemanden, der sich darüber freut. Und Geld ist, es ist Geld tatsächlich da. Also es ist Geld da und Geld ist im Umlauf. Und gerade wenn die Leute unterwegs sind, die geben ja auch gerne Geld aus und es ist da. Und man darf es dann auch nehmen, auch wenn man es Und dann weiter. ich überlege mir jetzt gerade, ob du jetzt wirklich heute das vierte Mal oder das fünfte Mal da bist, weil du mit der Bewegung Hilft Aktion Laufen Und hilft. genau genommen sogar sechs. Ich war nämlich auch mal bei diesem Bullshipping dabei. Ja, genau. Und das Oha! heißt, mit der Laufen Hilft Aktion, die in dem Jahr stattgefunden hat, wo Bewegung Hilft pausiert hat, hast du etwas auf die Beine gestellt, wo auch wieder Geld zusammengekommen ist. Haben wir schön drüber geredet. Eine Aktion machen, Menschen motivieren und letztendlich ist da, weißt du die Summe noch, was da zusammengekommen ist, was wir spenden konnten? 1.600 Euro. Passenderweise übrigens, das ist jetzt irgendwie noch nirgends so richtig aufgetaucht. Wir haben vor 3 Wochen, 4 Wochen ein Straßenfest hier gehabt, haben dann auch nochmal 380 Euro eingesammelt von all den Leuten, die einfach nur unseren Kuchen gekauft haben. Wir haben einen Kuchenverkauf, genau, auf dem Straßenfest. Und veganen zwar Kuchen verkauft. Ja, dann waren die Leute happy, dass es Kuchen gab. Ja. war zugunsten von? Jo, laufen gegen Laden. So. Na klar. Worüber reden wir hier? Ist doch logisch. Alles für die Tiere. Na klar. Kuchen verkaufen, ja, auch da. Geld eingenommen. Und ich meine, der Verein kann es gut gebrauchen. Ich meine, wir Total. laufen gegen Leiden, spenden es an viele Organisationen. Wer laufen gegen Leiden nicht kennt, ich werde es unten nochmal Ach, verlinken. wir laufen gegen Laien jetzt noch nicht kennt, der hat dann aber auch Viele gepennt, Folgen ne? verpasst Ja, hier, muss ich auch danke. sagen. Ich möchte mal so ein bisschen, wir schweifen schon wieder, aber es ist auch schön. Ja. Du hast auch vorhin schon gesagt, hier auch mal aufpassen, wo man Geld ausgibt. Und das ist ein mega wichtiges Ding, achtsames Geld ausgeben. Und da möchte ich vielleicht jeden mal, der jetzt denkt, oh, kommt ihr mal endlich mit Tipps um die Ecke, was kann man denn machen, um sein Geld beisammen zu halten, weil vielleicht nicht jeder irgendwie einfach so viel seinem Job verdient. Haushaltsbuch führen ist der Tipp numero uno. Und da schließen wir schon ganz viel mit ein. Haushaltsbuch, denn du siehst begeistert aus. Strotz vor Freude. Und Haushaltsbuch, ihr braucht nicht mehr so ein klassisches Büchlein hier von Omas Seiten nehmen oder so. Es gibt es total gut per App. Ich habe es selbst getestet. Ich kann vielleicht nachher noch eine Empfehlung geben, welche App. Ich habe auch Excel-Listen, die ich gerne irgendwie hochladen kann, wer mit Excel lieber arbeitet. Man kann sich von seinem Kontoauszug meistens auch eine Excel-Datei oder CSV schon mal runterladen und dann wird das manchmal sogar auch schon strukturiert. Also die Banken machen da auch was. Man kann Hashtags oder Notizen in den Konto legen. So, also Haushaltskonto legen und dann wirklich mal gucken, was habe ich denn für fixe Ausgaben? Woran kann ich auf gar keinen Fall rütteln? Miete, Kinderbetreuungskosten, Schule, also Schulkosten, Schulgeld. Autoversicherung ist ja nicht. Also Autoversicherung, klar, sind fixe Kosten, aber die mal überprüfen. Und du hast es gerade gesagt, Strom, Ökostrom. Ja, gut, okay, ich kann natürlich auf vernünftige Anlagen gucken. Ich kann auch gucken, gibt es das günstiger? Mach da mal Check24 auf. Und tatsächlich kannst du damit so viel sparen. Und dann regen sich alle über den erhöhten Gaspreis auf. Aber keiner checkt, was er für Gas zahlt. Also wenn man jetzt mal rumgeht und sagt, was zahlst du für Gas? Kann dir keiner nennen. Und das ist wirklich, da gibt es auch Studien zu und da kann man auch mal selber überprüfen, dass die allermeisten Leute nicht wissen, A, was kommt jeden Monat rein. Ganz viele Leute kennen nicht ihr Gehalt, was reinkommt. Und wo du gerade Handy gesagt hast mit dem Haushaltsplan, generell auf dem Handy mal gucken, welche Abos laufen da noch, die ich vielleicht gar nicht nutze. Total, genau. Also wirklich mal wirklich gucken, da habt auch ins PayPal-Konto reingucken, weil da ja auch immer viel drüber läuft, ne? Und so weiter und so fort. Also wirklich einmal Haushaltsbuch führen und gucken, was habe ich für Fixkosten, wo ich eventuell dran schrauben kann. Das ist immer so der Winner-Win-Win.
Win-Situation, wo man sagt, so wow, geil, da habe ich ja auch wirklich langfristig was sparen kann. Und wenn ich da was sparen kann, das heißt, ich kann bei meinem Strom vielleicht 50 Euro sogar im Monat sparen, dann kommt das auch gleich weg. Es ist ja immer schon weg gewesen. Also tue ich das gleich für mich an die Seite und packe das in einen Sparplan. Da kommt vielleicht nachher noch ein Tipp, was man damit gut machen kann. Soll jetzt auch nicht irgendwo verschimmeln. Das soll ja auch nicht in einem Sparbuch liegen, Sparstrom liegen. Genau, Haushaltsbuch checken. Und dann wirklich mal gucken, was habe ich dann an variablen Kosten. Dann kommen Sachen wie tanken, einkaufen, Geschenke, der Coffee to go, irgendwas, Upsi. Und da gibt es dann Leute, denen plötzlich auffällt, wie viel man beim Bäcker plötzlich einkauft und denkt, wow, boah, so viel oder jeden Morgen Coffee to go. Überhaupt Okay, diese gönn dir. kleinen Summen. Man darf diese kleinen Summen, die sich aufaddieren, einfach nicht unterschätzen. Genau, und wenn man dann einfach mal losrechnet und sagt, ich habe jeden Morgen 3,50 €, ich weiß nicht, wo so ein Coffee to go liegt, vielleicht, aber 3,50 €, ja, jeden Morgen, das mache ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, dann sitze ich jetzt nicht hier und sage, lass den weg, aber überprüfe für dich, ob du ihn trinkst, weil es eine reine Gewohnheit ist und weil du sagst, ist easy, oder weil du sagst, ich gönne mir den. Und ich setze mich da schön sogar ins Café und das ist mein Frühstück und das ist mein Ritual. Geschenk, sofort, bitteschön. Das geht hier nicht um Verzicht und oh, ich darf Absolut, aber nichts absolut. mehr. Es geht um diese ganzen Gewohnheiten, dieses Croissant auf die Hand. Weißt du, was ein Croissant mittlerweile kostet? Ne? Muss es das wirklich jeden Tag sein? Einmal so auf die Faust. Und wie schnell ist das Ding dann weg? Ne? Veganes Croissant ist klar, aber Ja, gut, also wie gesagt, auf ein veganes Croissant will ich vielleicht auch nicht verzichten. Wenn ich das hier und bei uns das im geht Bioladen auch noch. sehe, ist das eine super Geschichte, super lecker, da ist Genuss. Ja, will ich haben. Aber wenn ich es doch an anderer Stelle einsparen kann, dann kann ich mir aber auch genau das leisten. Genau, Da und es sind geht wir ja um wieder. Achtsamkeit. Es geht da um Achtsamkeit. Natürlich gehst du bei und sagst, oh cool, freue ich mich drauf und gönn mir das. Und das ist überhaupt gar kein Thema. Und das sollen wir ja auch tun. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, ich lebe jetzt heute hier und heute und jetzt. Ja, sollst du auch. Und achte auch drauf, was zu einer Gewohnheit geworden ist. Ne? In eine Tanke zu gehen, zu tanken und sich dort die Cola zu kaufen. Ja, kostet halt 1 € mehr, kannst du machen. Okay, kann man auch mal drauf achten. Ne? Also, und da, das ist wirklich ein großer Punkt, so ein Haushaltsbuch zu führen und dann kommen die allermeisten Sachen schon zutage, wo man denkt so, okay, das war mir jetzt irgendwie gar nicht so klar, vielleicht kann man da mal ran. Vielleicht kommen dann auch neue Gewohnheiten zutage. Man backt sein Brot plötzlich selber und das macht irgendwie auch Spaß. Ne? Also, das sind einfach so Sachen, wo man wirklich mal starten kann, wenn man sich mit seinen Ausgaben und Einnahmen mal beschäftigen möchte. Wenn man sagt, hey, irgendwie ist immer. Das ist ja immer so ein Schmerz da für ganz viele, wenn man über Geld spricht. Und dass das mal so ein bisschen wegkommt, einfach mal zu gucken. Genau. Und warum ist dieser Schmerz? Da kommt eigentlich so ein großes Thema, mein Lieblingsthema eigentlich, weil du hast vorhin ja selber gesagt, ja klar würde ich das behalten. Ich habe ja selber gern meine Sicherheit. Wie alt bist du jetzt? Darf ich schon fragen? Weiß sowieso jeder 52. Dann arbeitest du jetzt noch wie lange? 15 Jahre. 15 Jahre. Und dann kommt kein Geld mehr rein. Oder nur noch das, was der Staat dir so noch gütlich tut. Oder hast du schon Pfandflaschen zur Seite gelegt? Das kann natürlich Naja, auch sein. vermutlich sind wir dann hoffentlich im Prinzip bei der Grundsicherung, aber an das Rentenmodell, ist ja ganz klar, müssen wir nicht mal großartig drüber Genau. nachdenken. Das ist so mein absolutes, das ist immer so dieses Schmerzthema, ne? So dieses heute überleben, das ist für ganz viele Arbeitnehmer vielleicht jetzt nicht so das, der Schmerz, aber ganz, ganz. Grisselig wird es dann für ganz, ganz viele, wenn man sagt, so Rente und alle so, ja, da kommt ja auch nicht mehr viel bei rum, ne? Und ja, wenn man dann fragt, was hast denn du da, hast du da was gemacht? Kommt tatsächlich in meinem Berufsstand, ich bin ja Lehrerin, ich bin tatsächlich auch verbeamtet und jetzt haben alle abgeschaltet und sagen, der Beamte will uns erzählen über die Rente, ne? Ja, das ist. Aber auch immer ein Trugschluss, denn auch ich arbeite auf Teilzeit und auch ich bin noch nicht mal verbeamtet. Und auch die Beamten kriegen ja nicht 100%. Und auch das ist nicht sicher. Da können sich in den nächsten paar Jahren auch noch Sachen tun. Und das heißt nicht, dass sich nicht die Beamten auch um ihre Rente kümmern, um ihre Pension oder irgendwie das Ausstocken kümmern sollten. Und ja, vielleicht kriege ich ein paar Cent mehr oder auch ein paar Euro mehr, wenn ich bis dahin durcharbeite, das ist immer wichtig. Und
Trotzdem ist es für alle anderen eben ein großes, wichtiges Thema. Und jeder kennt seinen Rentenbescheid. Und jeder weiß, was da draufsteht. Und wenn man jetzt denkt, auch mit dem Geld ist auch in Ordnung, dann hier nochmal der Hinweis, wir haben noch eine Inflation. Und alles, was jetzt auf deinem Rentenzettelchen draufsteht, ist ja nicht das, was es nachher wert ist. Und deswegen müssen wir alle was für die Rente tun. Und wenn ich an deiner Stelle 100.000 Euro hätte, dann würde ich mir überlegen, wie ich das für die Rente investieren würde. Sehr gut. Ganz, ganz großes Thema. Was mich immer sehr, sehr schockiert hat, ich habe in den letzten 2 Jahrzehnten, 3 Jahrzehnten sehr viel mit Selbstständigen zu tun gehabt. Und Leute, wenn ihr glaubt, dass irgendwelche Firmenbesitzer, Unternehmensbesitzer, Kleinunternehmenbesitzer, Firmenbosse, dass die rententechnisch top aufgestellt sind, dann kann ich euch diesen Zahn an dieser Stelle schon mal ziehen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die, weil es in dem Unternehmen irgendwann mal nicht so besonders gut lief, ihre Rente mehr oder weniger gepfändet haben oder rausgezogen haben, um die in das Unternehmen zu stecken. Ich kann euch nur sagen, abenteuerlich. Wir Ja, werden gut. so viele Unternehmerinnen haben in den nächsten Jahren, Menschen, die selbstständig gearbeitet haben, die vielleicht jetzt gerade aktuell nach außen hin auch sehr gut Geld verdienen, die dann nichts mehr haben. Oder eine sehr, sehr kleine Rente nur. Ja, okay, genau, das ist dann die Frage. Und da ist dann auch die Frage, wie sorge ich für meine Rente vor? Wenn jetzt ein Unternehmer sich mit einer Rürup-Rente vorgesorgt hat, kann das ja nicht rausnehmen. Beispiel, ne? Das wäre jetzt in dem Fall, wenn das wirklich irgendwie selbstständig angelegt hat. Oder. Und da gibt es ja zig Möglichkeiten, sich da jetzt aufs Alter irgendwie vorzubereiten. Ne? Einmal mit der gesetzlichen Rente, natürlich dann private Rentenversicherungen, wo man wirklich genau hingucken muss, was man da gerade abschließt. Das ist hier kein Aufruf an alle, sich jetzt sofort eine Riester-Rente zu holen. Bitte. Nicht losschießen. Vielleicht machen wir dann mal Teil 2. genau, aber sich wirklich drum zu kümmern, ja, wie kann ich mein Geld anlegen? Und klar, wenn so ein Unternehmer das dann mehr oder weniger liegen hatten in irgendwelchen, vielleicht Immobilien oder irgendwelchen anderen Anlageklassen und das dann rauskommen haben, ja. Also wie Ja. gesagt, schwieriges Thema. Also ein Thema Noch mit. Schwierigeres, da bin ich tatsächlich raus. Mit Selbstständigen habe ich so jetzt noch nie mir das Thema irgendwie zu eigen gemacht. Ich kenne wirklich die Zahlen, Daten, Fakten von den ArbeitnehmerInnen und da tatsächlich eher von den ArbeitnehmerInnen. Das ist so ein bisschen meine Leitung, gucken, wie kommen denn die Frauen dabei weg? Und gerade diese Teilzeitgeschichte, nicht arbeiten über ein paar Jahre lang, sich auf andere verlassen, sich auf den Mann vielleicht zu verlassen und so weiter und so fort, führt bei ganz, ganz vielen Frauen zu einer Altersarmut. Und das wird auch nochmal stark ansteigen. Hast du, und das ist jetzt wirklich null sexistisch, sondern wirklich nur aus dem Gefühl heraus, weil ich weiß, dass du mit super vielen Menschen redest, hast du das Gefühl, dass Frauen verallgemeinert von den Menschen, mit denen du jetzt gesprochen hast, dass Frauen dann anderen Zugang zum Geld haben oder ein Stück weit anders damit umgehen? Gibt es da... Also kurz, gibt es da einen Unterschied oder ist es bei Männern und Frauen gleich verteilt oder gleich problematisch? Wie siehst du das? Also jetzt bei denen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, habe ich jetzt gerade, ich gehe gerade so die Personen durch, bei denen war es gleich verteilt. Da haben sich weder Männer noch Frauen wirklich um ihre Klotten gekümmert. Häufig ist es in Beziehungen aber so, dass der Mann einfach die Finanzen macht, warum auch immer. Es ist dann einfach so. Ne, ich War mache das früher, nicht. glaube ich, noch mal schlimmer. Also klar, ich kann mich natürlich noch an Generationen, also eine Generation über mir halt erinnern, Menschen, wo ich wirklich sagen kann, ja, da wären vielleicht Trennungen auch gar nicht möglich gewesen, weil einfach ja
die entsprechende Frau in der Armut gelandet wäre, überhaupt keinen Zugang zu irgendwelchem Geld hatte und auch gar nicht wusste, wie mit irgendwelchen Versicherungen etc. umzugehen war. Das ist natürlich heute, Gott sei Dank, eine ganz andere Situation, Nein, es gibt wenn Studien ich es darüber. denn dann will, wenn ich mich damit auseinandersetze. Da sind wir wieder bei dem Problem, ne? Klar. Du lachst da Genau. schon, also. Es gibt tatsächlich Studien, dass die Trennungsquote bei ArbeitnehmerInnen, also Arbeitnehmerinnen, also bei Frauen, die tatsächlich ihr eigenes Geld verdienen, die Trennungsquote höher ist. Also es liegt nahe, dass sich Frauen, die arbeiten gehen, eher trennen können überhaupt. So. Das kann man jetzt auch nehmen, wie man will. Man kann auch sagen, Mensch, ist doch schön, dann ist man eben einfach aneinander gebunden und man sorgt füreinander, was ja auch was Schönes ist. Okay, aber das ist noch nicht durch. Die Generation vielleicht, ne, wirklich wie wir so ein bisschen, die jetzt wirklich alle arbeiten und auch nicht so ewig in Elternzeit sind zum Beispiel, da sieht es vielleicht demnächst wieder anders aus, genau. Aber nee, ganz, ganz automatisch ist das tatsächlich, ist das noch nicht so, nee. Und es ist so, dass ja wirklich häufig auch da Frauen auch einfach eher zu Hause bleiben, wenn das Kind kommt und dann eher auch lange auf Teilzeit sind. Also ich bin jetzt schon, ich habe noch nie Vollzeit gearbeitet, glaube ich gerade. Nee, ich glaube nicht. genau, und wirklich lange auf Teilzeit sind, was ja auch schön ist. Das ist ja auch wieder dieses Zeitding. Ich will ja auch Zeit haben. Ich habe ja Kinder, um auch Zeit zu haben. Das können sich dann viele gar nicht wieder leisten, weil sie Vollzeit arbeiten müssen, damit irgendwas für die Rente hinten rauskommt. Also, ne, was für ein Teufelskreis das eigentlich ist, wie schade das eigentlich ist. Ja, jetzt Ja, habe ich ein absolut. Problem aufgemacht, aber ich würde noch so gerne Lösung dafür geben. Nee, aber ich weiß nicht, ob wir das schon, kann auch noch weiter auf diesem Problem rumreiten. Nee, also ich glaube, das, was wir ja heute wirklich versuchen, ist einfach die Problematik zu schildern und ich sag mal, die Menschen die jetzt vorm Rechner sitzen, zu ermuntern, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn ich, und wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr viel miteinander telefoniert, wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Meine Einschätzung war, du warst immer dann am schockiertesten, wenn man das so steigern kann, du warst immer dann am schockiertesten, wenn du wieder einen Menschen getroffen hast, der sich einfach nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja, genau. Wo dann bei rausgekommen ist, naja, eigentlich geht da gerade Geld verloren, weil man sich einfach nicht gekümmert hat. Und das ist ja der Impuls, den wir heute geben wollen. Und von daher, Total. ich meine, wenn du Lösungsansätze hast, immer her damit. Aber wie gesagt, überhaupt sich erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn wir da die Menschen ein bisschen anschubsen können, ich glaube, da können wir schon ganz, ganz viel erreichen. Genau, also genau, das wäre so meine erste Bitte. Kümmere dich mal, guck dir deine Sachen an. Kümmere dich mal und dann hast du schon ganz viel gemacht. Und das ist eben das, was bei mir passiert ist, was ich ganz am Anfang jetzt erzählt habe, so die Sachen vor sich wegzuschieben. Vielleicht hat man noch Schulden, vielleicht will man nicht unbedingt mit der Bank reden, aber am Ende guckt man sich das an und dann ist das gar nicht so dramatisch. Dann sieht man, okay, dann regle ich das irgendwie. Oder man findet dann einen Weg und sagt, jetzt machen wir es irgendwie so. Aber das wegzuschieben ist immer so der erste Fehler. Und sich nicht das Haushaltsbuch anzugucken, wenn man bloß nicht sieht, wie viel Geld man für Kaffee ausgegeben hat diesen Monat. Ja, sorry, dann musst du da jetzt einmal durch. Und genau, das wäre also das Erste, sich einmal zu kümmern. Guck dir doch mal an, was hast du denn damals für eine Rentenversicherung abgeschlossen? Ist das Ding überhaupt wirklich gut oder wie viel Provision hast du dafür bezahlt? Und ich kann dir als Beispiel sagen, die Provision, die ich für meine Rentenversicherung bezahlt habe, die ist fünfstellig. Wie viel ist sie? Fünfstellig. Die Provision, die Fünfstellig. für meine Rentenversicherung bei draufgegangen ist, ist fünfstellig. Ja, genau. Ich habe mir diese Rentenversicherungsverträge, obwohl ich Bankkauffrau bin und den ganzen Bums ja auch sogar noch studiert habe, Wirtschaftsmathematik, habe ich es nicht auf die Kette gekriegt, mir im Erwachsenenalter meinen Rentenversicherungsvertrag vernünftig anzugucken, den ich bei irgendwie so einem komischen Makler abgeschlossen. Wahrscheinlich war ich irgendwie im Schwangerschaftsmodus oder so. Und irgendwann habe ich mir den jetzt im Zuge meiner ganzen Geschichte jetzt hier angeguckt. Und dann hat man durchgegangen und gesagt, okay, zahlt doch ohne das hier alles ein. Okay. Excel-Tabelle, ich bin zu großer Excel-Fan, Excel-Tabelle aufgemacht, Zinssatz nebengelegt, okay, das wäre passiert, wenn du jetzt das einfach nur eingezahlt hättest. Das ist mehr gewesen als das, was ich jetzt bei dieser komischen Rente dabei rauskriege, weil eben auch fast eine fünfstellige, nee, es ist eine fünfstellige Provision dabei, die an den Makler gegangen ist. Und da kann mal jeder gerne seinen Riester oder seine Rente da Rürup oder weiß der Geier, was da alles so rumfliegt. Sich angucken kann man, du atmest, hast du auch sowas?
Schön mal drauf gucken, was dann Provision steht mit drauf. Es steht auf diesen Verträgen mit drauf, liest doch keine Sau durch, willst du weghaben. Ja, passt schon. Der Berater war ja auch so nett. Der hat das ja auch umsonst gemacht. Genau. Und das ist aber, das Kind ist im Brunnen gefallen. Ne? Also es ist jetzt hier auch nicht unsere Schuld und das ist jetzt auch passé und das kann man jetzt auch nicht wiederholen und da müssen wir jetzt mit leben. Aber jetzt müssen wir ab dem Punkt. So, jetzt sind wir ja noch, haben wir noch ein paar Jahre. Jetzt müssen wir jetzt einmal anfangen und jetzt gucken, okay, wie mache ich es denn jetzt besser? So, und jetzt haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass wir ja beim Strom 50 Euro sparen und jetzt überlegen wir uns, was machen wir jetzt schlau mit diesen 50 Euro? Die legen wir natürlich irgendwo an. Nicht den Sparstrom, da verliert das Geld an Wert. Legt man irgendwo pfiffig an. Da darf sich jetzt gerne jeder selber überlegen, wie man es anlegen könnte. Da können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Aber die werden eben zur Seite gelegt. Erstens für Schulden, zweitens für ein kleines Spartöpfchen für Notfälle, ne? Für ein kaputtes Auto. Und danach geht's ran. Legt dein Geld irgendwo an. Das muss sich vermehren. Geld muss arbeiten. Jeder hat irgendwo Sparpotenzial im Monat. Man muss das nur so ein bisschen ausgraben. Und dann macht das auch richtig Spaß. Ja, ich glaube, wenn man da wirklich seine Goldnuggets ausgegraben hat und einfach mal geguckt hat, wo man was einsparen kann. Also ich glaube schon, dass viele von uns wahrscheinlich sehr positiv überrascht wären, wenn sie feststellen, wo sie überall Geld sparen können. Und vielleicht konnten wir aber auch dem einen oder anderen eine Idee schenken oder anschubsen in Richtung eine Idee, wie zusätzliches Geld reinkommen könnte. Total. Und wie gesagt, was ihr mit dem Geld macht, also wir wollen euch nichts verkaufen, wir werden euch nichts verkaufen, wir werden euch keine teuren Seminare andrehen, nichts, das ist nicht unser Ding, sondern aber auch das natürlich eine Möglichkeit, wer in Persönlichkeitsentwicklung investieren möchte, ich finde es großartig, aber auch dafür muss in der Regel das Geld ja erstmal da sein. Ja. Ganz, ganz einfacher Tipp zum Beispiel. Zum Beispiel, ich möchte mir jetzt, es geht jetzt auch nicht um Rente, vielleicht ist das für viele auch viel zu weit weg. Ich will mir ein Tattoo machen lassen. Tattoos, wir wissen, sind teuer, sag mal 1000 Euro. Schönes, großes, irgendwie am Arm, am Bein. Ist ja Kuckuck, ist egal. Und vielleicht kann das nicht jeder einfach so von den laufenden Kosten sich abzwacken, aber ich will da jetzt auch nicht an meine Rente ran oder mein, was ich gespart habe. Pack doch mal einfach jeden Monat lang, jeden Fünfer oder jeden Tag, jeden Fünfer der, jeden 5-Euro-Schein, der in deinem Portemonnaie landet, zur Seite. Also den mal wirklich zur Seite legen. Wie schnell dann einfach Geld zusammenkommt, das ist der Wahnsinn. Und du vermisst diesen 5-Euro-Schein manchmal dann gar nicht. Also das ist zum Beispiel so eine Spar-Challenge. Und wer sagt, 5 € ist mir zu viel, ja, machst du es halt mit 2 €, ne? Und das sind so Sachen. Das kann man auch schon mit Kindern machen, zum Beispiel, ne? Immer wenn du 20 Cent hast, tust du in dein Spartier oder. Da gibt es halt coole Sachen. Was wir haben ein Thema aber noch nicht angesprochen, und zwar eigentlich das Wichtigste, eigentlich, was noch ganz, ganz, ganz davor kommt. Wir haben es nur am Rande angesprochen, aber nicht so richtig. Wir müssen die richtige Einstellung zum Geld haben. Und irgendwie ist das so ein bisschen untergegangen, Da hast du oder? vollkommen recht. Und wenn man nämlich immer dieses Geld so wegschiebt und immer so sagt, so, ah, das ist blöd und ah, und ich will das und ach, und ich komme auch gut klar, ich bin ja so bescheiden und Geld stinkt und ach, und denn diese ganzen Sprüche, hast du sie parat? Wir haben darüber gesprochen noch, ne? Weiß ich nicht. Geld macht gierig oder Reiche sind alle doof oder Reiche sind alle geizig oder das letzte Hemd hat Von keine Taschen, ich gehe lieber, nichts das kommt wollte nichts. auch. Genau. Von nichts kommt nichts. Ja, und Ja, auch Geld da gibt wieder durch die harte Idee, Arbeit. du musst was machen, um Geld zu bekommen. Ja. Oder auch wer reich ist, der hat irgendwie Dreck am Stecken. Also man kann irgendwie nur viel Geld kriegen, wenn du irgendwas Illegales gemacht hast. Das war bestimmt was mit Drogen im Spiel oder so, ne? Naja, wobei umgekehrt, ich sag mal, wirklich reich werden nur durch Arbeit ist ja auch nun mal sehr begrenzt, muss man Oh, immer hast du auch etwa ein sagen. schlechtes Mindset? Wir könnten ja nochmal drüber reden. Können wir nochmal drüber reden, wobei wir dann aber schon bei dem nächsten spannenden Thema sind, Zeit und Geld im Verhältnis. Wie viel Zeit Total. tausche ich gegen welche Summe Geld ein? Ja, und dann kann man natürlich darüber reden. Ja, wenn die Stunde entsprechend hoch vergütet wird, ja, dann kann ich vielleicht auch reich werden durch Vielleicht gibt es auch ganz andere Lösungsansätze. Das oder ist, so. schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Genau.
Aber würde uns natürlich wahnsinnig interessieren. Interessiert euch das Thema? Möchtet ihr mehr dazu machen? Also wir können dann noch mal eine zweite Folge zu machen. Wir werden jetzt sicherlich, Imke, ich weiß, du hast wahrscheinlich die Liste noch vorliegen mit den Sprüchen. Hast du die gerade da? Nee, Okay, tatsächlich dann gucke nicht. ich gleich noch mal. Ich habe sie irgendwo noch. Dann können wir da vielleicht noch mal über zwei, drei Sätze reden. Aber generell interessiert uns natürlich brennt. Interessiert euch das Thema? Möchtet ihr mehr solche Informationen, dann sprecht uns an, schreibt einen netten Kommentar hier unter die Folge und dann können wir da auf alle Fälle auch nochmal eine zweite Folge zu machen. Ich gucke mal eben, ich habe irgendwie, du hattest mir freundlicherweise ja eine Liste geschickt, die kann auch nicht so weit weg sein. Glaubenssätze. Genau, also wir können ja über vieles sprechen, ne? Wir können jetzt nochmal darüber sprechen, wie kann man sein Geld anlegen, ne? Wir reden davon von Immobilien, wir reden von Aktien, ETFs und Bitcoins. Weil letztens sind alle zusammengezuckt, dann haben wir so, oh, was ist das denn für ein Thema, ne? Und alleine die Tatsache, dass man in Aktien und in Bitcoins oder in Kryptowährungen oder NFTs oder weiß der Kuckuck irgendwas investieren kann, nicht muss, da muss jeder für sich selber entscheiden, was geht. Aber das darf jeder von euch machen, ne? Also jeder ist erlaubt, da irgendwie da irgendwo Spannende anzufangen. Themen. Spannende Themen. Da muss man natürlich ja als nächstes gucken, wie viel Energie wird benötigt, um zum Beispiel einen Bitcoin zu erzeugen. So. Muss ich mir umgekehrt direkt die Frage stellen, wie viel Energie wird erzeugt, damit dieses Video bei YouTube auf dem Server gespeichert wird? Dauerhaft gestreamt werden kann, genau. Aber ich habe hier noch ein paar Glaubenssätze. Sollen wir noch mal ein paar raushauen, warum uns das Thema so wichtig ist? Ja, hau mal Geben weg. Ich ist habe sie nicht seliger, mal denn nehmen. gesagt. Geben ist seliger denn nehmen? Ja, Geld alleine macht auch nicht glücklich. Nee, ist richtig, aber haben wir aber schon festgestellt. Aber es kann einen doch enorm beruhigen. Und es gibt nun mal eine Menge Sachen, die ich mit Geld machen kann. Geld bringt nur Sorgen. Nee, Geld kann auch Probleme lösen. Ja, Nicht. Aber Vorsicht, Vorsicht, schon. genau. Geld bringt nur Sorgen. Genau. Du hast dann andere Sorgen und die sind aber manchmal viel besser, ne? Also manchmal habe ich ohne Geld habe ich das Problem irgendwie, dass ich nicht weiß, wie ich mein Auto repariert kriege. Und wenn ich viel Geld habe, habe ich Sorgen, ja, wie sichere ich das vor anderen, ne? Also das brauche ich einen Tresor oder wo lege ich das an? Welche Aktie kaufe ich? Das sind denn meine Sorgen. Ja, sorry, da muss ich mich kümmern. Aber die Sorgen sind auch viel cooler, als wenn ich nicht weiß, wie ich morgen zur Arbeit komme. Also, wenn ich da aussuchen könnte, zwischen diesen Sorgen, dann würde ich die größeren nehmen, die besseren Sorgen. So, also so das, ne? Das sind diese Korrelationen, die dann da nicht stimmen. Aber jetzt hier mal weiter, was du noch. Es wäre besser, wenn es kein Geld gäbe. Oh, sehr spannendes Thema. Das ist die Frage, was ist denn Geld? Ah, darüber können wir eine ganze Folge machen. Was ist denn überhaupt Geld? Es ist letztendlich nur bedrucktes Papier, von dem wir glauben oder dem wir eine Bedeutung geben, in der Hoffnung, dass es für diesen Glauben an diese Summe, für diesen Wert einen Konsens in der Gesellschaft gibt. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass unser Geld sogenanntes Fiat-Geld ist und überhaupt gar keinen Gegenwert hat. Also für alle, die glauben, dass unser Geld an Gold gekoppelt wäre, sorry, ist nicht. Ist es tatsächlich nicht. Geld kann beliebig nachgedruckt werden. Deswegen haben wir ja auch diese Inflation. Und das ist auch das Schwierige an Geld immer, ne? Also da, das ist das, warum wir diese Inflation haben, warum wir uns da beschäftigen müssen. Und Geld funktioniert nur, wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass es funktioniert. Ne? Genau. Aber was wären die Alternativen? Kann man darüber diskutieren? Gibt es bestimmt ganz, ganz Kapitalismus überlegene Kapitalismuskritik, Ansätze, anarchistische Ansätze, wo man drüber reden kann? Bestimmt ganz, ganz spannend. Laden wir uns noch zwei ein und machen das philosophische Quartett draus. Genau. Das können wir auf alle Fälle. Ich habe ja schon ein paar Ideen, wen wir da auch einladen können. Grüße gehen raus an Kevin. Geld regiert die Welt. Geld Dann macht nicht glücklich. regier doch Geld mit. stinkt nicht. Ich habe nie genug Geld. Ich brauche mehr Geld, ja. Aber es gibt natürlich auch ein paar positive Sätze. Geld ist Freiheit. Geld ist etwas Angenehmes. Geld ist Energie. Es ist gut, wenn ich Geld erhalte. Ja, ist mal so ein Glaubenssatz, da kann ich auch mal drüber nachdenken. Ja, wenn ich Geld bekomme, kannst du dir auch was sehr Gutes sein. Ich ziehe Geld an. Ich verdiene Geld mit Freude, Geld kommt leicht zu mir. Ja, das sind alles so Glaubenssätze. Ja, kann man, ein großes Thema, online viel zu geschrieben, aber ich glaube, war ganz, ganz spannend, da mit dir mal drüber zu reden.
Also genau, gerade bei diesen positiven Glaubenssätzen merkt man erst dann, dass man sie ablehnt, wenn man sie einmal laut ausspricht. Ich weiß nicht, wie schwer dir das jetzt gefallen ist, sowas zu sagen, sowas wie Geld ist eine tolle Sache oder ich ziehe Geld an oder Geld macht, ja, ich habe es verdient, viel Geld zu bekommen für das, was ich arbeite oder. Wenn Und einem das Geld wirklich schafft schwer, Freiheit. genau, wenn einem das wirklich dann schwerfällt, das zu sagen, dann merkt man schon, oh, da ist aber irgendwas, irgendwie so ein Knoten, ne? Irgendwas, was wir gelernt haben. Ja, Was es uns ist eben das etwas, macht. wo man auch drüber nachdenken kann, wie ist mein Verhältnis zum Geld? Genau. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiges. Also egal, welchen Geldratgeber man fragt, ganz vorne an steht wirklich dieses Money-Mindset, wo wirklich gesagt wird, du musst dich, nein, du musst gar nicht so, um wirklich Geld zuzulassen, ja, musst du auch eine positive Einstellung eben zum Geld haben. Eine Absolut. ganz wichtige Grundeinstellung. Und dann kannst du dich auch in Ruhe damit beschäftigen und dann auch zulassen, dass vielleicht mehr Geld kommt, mal was annehmen, vielleicht auch mehr Geld fordern, ne? Vielleicht auch wirklich mal Geld gemäß seinem eigenen Wert einfordern als Gehaltserhöhung. Und wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum, dass ihr die Garage voll Geld haben müsst, den Keller voll Geld haben müsst. Ihr müsst nicht in Geld baden wie Dagobert Duck. Wenn ihr es wollt, macht es. Aber ihr müsst es nicht. Denkt einfach mal drüber nach, wer in eurem Umfeld, welche Freiheiten könnte man damit wem geben? Wer könnte im Prinzip noch Geld gebrauchen und was könnt ihr damit Gutes tun? Und das ist eigentlich die wirklich spannende Sache, finde ich. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ja, ich finde das schön, dass du sagst, machen wir für heute Schluss. Ich rechne jetzt mit einem Regen an Kommentaren. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, wie gesagt, also der Deal ist, wenn es euch interessiert und genügend Kommentare, und ich sage jetzt keine Zahl, sondern mal wie ich vom Gefühl her, wir gucken, was ihr schreibt. Wenn ihr Interesse an dem Thema habt und sagt, Mensch, Imke hat mal an der Bank gelernt, Lehrerin, setzt sich damit eingehend mit dem Thema auseinander. Die hat da wirklich Kenne von, möchte ich gerne ein bisschen mehr hören, lade ich sie direkt wieder ein. Hundertprozentig. Ich sage noch eine Zahl, pass auf, Carsten. Wir machen das jetzt so: Für jeden Kommentar, der geschrieben wird, spende ich 1 Euro an. Was ist dein Wunschhof? Nee, kannst du nicht sagen, du kennst schon zu viele. Ich sage, laufen gegen Leiden, dann wird es wieder umverteilt. Okay, jeder Kommentar, der drunter ist, packe ich dann den Euro mit drauf. Aber Und das schon, Abonnieren nicht vergessen, bitte. haben wir für jeden Kommentar, der da drunter ist, schon 2 Euro. So, ballert das Ding zu, machen wir. Bis Das zum. hätten wir am Anfang sagen müssen, Carsten. Das hätten wir am Anfang sagen müssen. Wir machen das für die Leute, Die die bis bis zum hier Schluss. durchgehalten haben, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Also, wie gesagt, wir setzen da auch jetzt erstmal kein Limit. Wir gucken mal, was an Kommentare reinkommt, was passiert. Wir haben da Spaß dran. Wir wollen da euren Support. Wir wollen eure Kommentare. Wir wollen wissen, was euch interessiert. Und wie gesagt, wenn euch das Thema Geld, Nachhaltigkeit, vielleicht sagt ihr ja auch, Mensch, das Thema Banken, haben wir zweimal so ein bisschen drüber gesprochen. Da will ich noch ein bisschen mehr wissen. Was ist denn die richtige Bank für mich? Wenn es darum geht, altruistisches Spenden, laden wir Felix nochmal ein. Können wir gerne auch im Dreier- oder Vierergespräch machen wir einfach mal. Ich habe da schon ein paar Menschen im Kopf. Tun wir uns zusammen und reden hier nochmal drüber. Aber schreibt uns, was euch interessiert. Und ich glaube, und da bleibe ich bei, das ist in jeglicher Szene und auch in dieser Community ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn eins dürfen wir nicht vergessen. Wie oft habt ihr den Kommentar schon gehört? Vegan, das kann ich mir nicht leisten. Allein aus dem Gesichtspunkt ist es doch schon mega wichtig und mega interessant, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie viele Leute haben mir schon gesagt, na, wenn sie könnten, wie sie wollten, würden sie nur noch im Bioladen einkaufen gehen. Ja, okay. Also ist Geld doch scheinbar doch ein Thema. Was ist denn gute Früchte, gute Bioqualität? Was ist mit dem leckeren veganen Käse, der vielleicht dann Käsealternative?
ja, vielleicht nicht 3 € kostet, sondern 12 € kostet, aber dann besonderer Genuss ist. Vielleicht ist Geld ja doch, auch wenn ihr euch jetzt auch so ein bisschen sträubt und sagt, naja, nee, vielleicht ist es ja doch ein Thema. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was an Kommentare kommt. Und wie gesagt, wir werden anhand der Menge der Kommentare jetzt nicht nur Geld spenden, sondern wir werden natürlich auch darüber dann entscheiden, über welches Thema wir das nächste Mal sprechen. Natürlich geht es nächste Woche mit einem Interview weiter. Wir werden diese Specials mit ihm immer mal wieder einbauen. Aber ich weiß, dass gerade auch die Folgen, wo es um Motivation ging, super angekommen sind. Wir haben so viel schönes Feedback bekommen, so viele nette Kommentare bekommen. Also von daher glaube ich, ist das wirklich ein Thema, das euch auch interessiert. Das letzte Wort gehört natürlich dir. Nicht, dass es wieder heißt, von wegen, ich habe dich unterbrochen und lass dich nicht reden. Müssen wir vielleicht mit dazu sagen, Imke und ich sind bei uns bei Laufen gegen Leiden dafür bekannt, dass wir uns spaßeshalber, das müssen wir an dieser Stelle betonen, immer wieder sehr lautstark kebbeln bei irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist Spaß? Ja, ist Was? das. Jetzt redest du ja schon wieder dazwischen, ne? Das ist jetzt immer redest du dazwischen. Mann, 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 Mann. Also, Das lange nicht gemacht. wir haben das lange nicht gemacht, aber wenn wir uns sehen, machen wir das mit Leidenschaft, laut und gerne. Aber natürlich soll es tatsächlich so sein. Das letzte Wort gehört natürlich dir. Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendetwas ergänzen? Nein, rein vom Thema her haben wir alles jetzt gemacht. Die Zeit ist ja auch jetzt schon fortgeschritten. Ich habe noch ganz viel dazu zu sagen. Ich werde das mittelfristig ja auch weiterführen. Also genau, da werde ich mich dann auch noch mit beschäftigen. Also es gibt da wahnsinnig viel zu sagen. Ich wünsche mir wirklich, eine meiner großen Visionen im Leben ist ja tatsächlich Punkt 1, dass die Tiere endlich tierleidfrei leben können, und Punkt 2, dass sich die Menschen in einer finanziellen Freiheit bewegen, gerade da. Ich habe den Fokus eben auf Frauen auch sehr gesetzt, tatsächlich. Und das wäre mir nochmal ein Wunsch, dass sich da jeder wirklich, wirklich einfach erstmal mit beschäftigt, Baby Step 1 macht. Und ich glaube, dann haben wir heute schon ganz viel getan. Und ich freue mich wirklich, falls da, nein, das wenn da die ganzen. Ich danke dir vielmals dafür, dass ich das mit dir bereden konnte, wieder mal so schön und so spontan, dass du dieses Thema, auch wenn es ein bisschen abseits war, wo wir aber eine gute Brücke gefunden haben, hier bereden konnten heute. Freue mich. Ich mich auch. Es war mir wieder eine große Freude, es war mir ein Fest. Und ich bin mir sicher, dass du nicht das letzte Mal hier zu Gast warst. Danke für die Zeit, die du investiert hast und überhaupt fühle dich ganz, ganz lieb gedrückt. Danke für deine Freundschaft. Ganz, ganz viel wert. Also auch da geht ein großes Herz raus. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Euch danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir sind jetzt sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Ihr dürft natürlich gerne auch ergänzen. Gibt es irgendwelche Glaubenssätze, die ihr mal verändert habt? Gibt es irgendwelche Dinge, die für euch so ein Game Changer waren in Bezug auf Geld? Gab es für euch genau so ein Erlebnis, so eine Geschichte, so einen Wendepunkt, wo ihr gesagt habt, ja, an dem Punkt habe ich festgestellt, ah, ich muss mich doch mit dem Thema mal auseinandersetzen. Wenn es so ist, auch das gerne in die Kommentare. Und ihr habt es gerade gehört, auch die werden jetzt ja sogar vergoldet für Laufen gegen Leiden. Wir weisen aber darauf hin, es muss schon ein Kommentar sein, der aus vernünftigen Wörtern besteht. Also wenn jetzt jemand nur auf die Idee kommt, irgendwie 1000 Kommentare mit einer 1 zu machen, Mumpitz. Also wir möchten da schon ein bisschen Content von euch haben, denn wir möchten mit euch in Kontakt sein. Wir möchten mit euch wirklich die nächste Folge gemeinsam gestalten und stellt eure Fragen, macht eure Anregungen, packt die in die Kommentare und wir werden beim nächsten Mal auf alle Fälle drauf eingehen. In diesem Sinne, alles Liebe. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es nächste Woche Sonntag um 8 wieder heißt. Ganz normal vegan. Der vegane Talk hier bei YouTube mit Ente und mit Imke. In diesem Sinne, alles Liebe, wir sind raus. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Kakao.